Willkommen zurück in der vierten Liga West mit unserer wunderschönen Mannschaft Düren. Das sage ich jetzt schon das dritte Mal am heutigen Tage. Drei Folgen an einem Tag. Gewöhnt euch nicht dran. Allerdings dachte ich, ist es mal an der Zeit, insbesondere weil ich hier nicht stillsitzen kann. Ich muss dieses Spiel spielen und ich will jetzt auch nicht irgendwie 10 Tage voraus sein und dann nicht auf eure Kommentare eingehen könnt. Deswegen kriegt ihr heute mal 3 Folgen an einem Tag. Das wird aber nicht die Regel sein, das sage ich schon mal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir gehen in das Jahr 2024. Happy Halloween, Happy Silvester meine ich natürlich. Alles Gute zum neuen Jahr. Wir gehen rein und werden uns jetzt vor allem um unseren Kader kümmern. Denn mit dem 1. Januar ist auch die Transferphase eröffnet. Und wir schauen uns einmal ganz kurz an, wie lange sie eröffnet ist. Es müsste genau ein Monat sein, genau. Vom 1. Januar bis zum 31. Januar. Und das erste Spiel haben wir dann erst wieder am 10. Februar. Wir haben viel Zeit, um uns um die Taktiken zu kümmern. Das ist richtig, richtig gut. Um die individuelle Entwicklung unserer Spieler. Das heißt, wir werden taktisch hervorragend in die nächste Hälfte reinstarten. Und wir werden vor allem neue Spieler haben. Das ist so, so toll. Und dafür schauen wir uns jetzt nochmal unsere Mannschaft an und gehen nochmal alle Positionen durch und überlegen, wo müssen wir intervenieren, wo müssen wir was verbessern, wo sieht es vielleicht gerade nicht ganz so gut aus. Und da sehen wir natürlich, beim Torwart haben wir keine gute Verbesserung oder keine gute zweite Alternative, wenn wir Erich Duwe vielleicht mal verlieren, durch eine rote Karte, durch eine Verletzung. Da brauchen wir durchaus einen besseren zweiten Mann. Robert Neufeld wird bleiben, der wird auf den dritten Platz runterrutschen dann. Ich bin großer Freund davon, immer 3 Torwarte zu haben. Einer kann sich verletzen, einer kann sich eine rote Karte holen. Dann brauchst du den dritten Mann. Linksaußenverteidiger haben wir Albert Gunkel. Der ist gut und der ist vor allem unser Kapitän. Und deswegen bleibt er natürlich weiterhin dort. Er ist gesetzt. Guido Rasch, eine ganz passable Auswechselmöglichkeit. Hier könnte man nochmal rangehen. Allerdings wird uns dafür wahrscheinlich das Geld fehlen. Wir gehen erstmal die Sachen an, die wirklich akut sind. Rechts stehen wir ganz gut. Dan Wallace und Helik Stanko. In Verteidiger haben wir genügend. Mit Sertic und Ulrich 2 wirklich gute Männer, die auch schon erfahren sind. Und dann haben wir mit Stefan Himmel und Cody Blau unsere Talente, die wir mit ranziehen. Das ist super. Horos ist schon 31 Jahre alt, aber trotzdem ein guter defensiver Mittelfeldspieler, vor allem eine gute Alternative für Irbis Leitner, der jetzt hier hinten im defensiven Mittelfeld herangezüchtet wird. Natürlich haben wir hier keinen super guten Spieler, der grundsätzlich aufgestellt ist und dann kommt Leitner als Auswechselspieler. Aber Leitner hat so gut gespielt, so tolle Spiele gespielt, dass ich sagen würde, er ist gesetzt. Wir geben ihm die Chance, sich hier maximal zu entwickeln. Und Horos ist quasi dann der Auswechselspieler für Leitner. Ich bin damit eigentlich ganz zufrieden. Aber Thomas Effenberger, der hat hier wirklich gar nichts mehr zu suchen. Deswegen setzen wir auch ihn auf die Transferliste. Omri Zoha ist links richtig gut. Mats Gelenner ziehen wir heran als Wechselkandidat. Rechts fehlt uns definitiv noch einer. Also rechtes Mittelfeld, da muss jemand Neues hin. Und Finn Knut ist dann der Auswechselkandidat, den wir heranziehen. Im offensiven Mittelfeld haben wir Justus Bade, einen richtig guten 19-Jährigen, der gesetzt ist als Hauptspieler und der sich auch gut entwickeln wird. Also wir sehen hier 200 von 300 Punkten. Auch er wird hier nochmal einen Aufstieg erreichen, wird zum Sechser werden. Das läuft gut. Also ich bin wirklich
sehr glücklich, ihn zu haben. Manndeckung ist nicht so gut, lange Pässe sind nicht so gut. Ja, wir arbeiten dran, aber der ist gesetzt. Nino Weinmann, der macht uns ein paar Probleme, denn der verliert an Stärke. Nino Weinmann könnten wir auch überlegen, ob wir da eventuell eine andere Offensivkraft finden. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dass wir sagen, vielleicht sogar Justus Bade als Auswechselkandidat. Und wir setzen hier so einen älteren rein, einen älteren Sechser oder einen älteren Siebener. Und Justus Bade wird halt rangezogen, dass er das irgendwann übernehmen wird. Könnte man überlegen, würde sagen, nach dem rechten Mittelfeld das Wichtigste für uns erstmal. Und im Sturm haben wir gesagt, wollen wir eigentlich entweder zwei Stürmer haben oder einen Stürmer und eine hängende Spitze. Das heißt, alle Stürmer werden verkauft, außer Nicolas Dirks, der mit einer 4,7 eine tolle hängende Spitze ist, ehrlich gesagt. Kann sogar links außen und rechts außen spielen. Das heißt, im Notfall, auch im linken und rechten Mittelfeld, passabel einsetzbar. Nicht gut, aber passabel einsetzbar. Toller Mann ist unser Torjäger Nummer 1. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Hat hier einmal Fankommentare gefälscht. Mein Gott, das ist alles nicht so schlimm. Hat sich gut gezeigt. Viele Tore geschossen. Also das ist schon vollkommen in Ordnung. 7 Tore hat er gemacht. Ja. Und 8 Vorlagen hat er gegeben. Also Nicolas Dirks gesetzt an der Stelle. Wir brauchen aber einen Stürmer. Wir brauchen einen Stürmer, der vorne drin steht und richtig gut ist. Und wir brauchen noch einen Auswechselstürmer. Vielleicht sogar noch 2 Auswechselstürmer. Da würde sich natürlich auch anbieten, wenn wir hier noch einen 18-Jährigen oder 17-Jährigen hätten, den wir ranziehen könnten. Wenn wir nämlich jetzt zum Beispiel den guten Lucio Tossetti holen sollten, der ist bereits 34 Jahre alt, aber halt so gut, dass er in unserer Liga wahrscheinlich ein Tor nach dem anderen machen könnte, jedenfalls in der Theorie. Und wenn wir neben ihm dann noch einen Jüngeren mit ranziehen, vielleicht hier diesen Pablo Otitiai, dass wir dann so einen noch mit ranziehen, das wäre schon klasse. Aber wir haben 2 Stürmer immer mit drin, hätten aber nur 3 Stürmer mit Nicolas Dirks und den beiden Neuen. Da würde sich vielleicht noch ein Vierter, vielleicht ein Jugendspieler anbieten. Könnten wir gucken, ob wir jemand aus der Jugend abwerben können. Das könnten wir aber auch bei der im offensiven Mittelfeld andenken, weil ich mich hier tatsächlich eher einen Älteren wünschen würde, weil wir Justus Bade ja hochziehen. Also hier vielleicht einen Älteren im offensiven Mittelfeld. Und in der Linksaußenverteidigung, haben wir gesagt, würde sich's, glaube ich, auch anbieten, noch jemand Neues zu holen. Dann lasst uns mal Guido Rasch auch auf die Transferliste setzen. Vielleicht können wir ja auch hier noch einen Jungen dazu holen, der mit Gunkel Albert dann rotieren kann. Wir haben jetzt sehr viel auf die Transferliste gesetzt. Wir haben aber auch ein hohes Transferbudget. Wir haben einen richtig großen Kontostand von 2,5 Millionen. Dem Verein geht es finanziell richtig gut. Das wird uns natürlich auch die Möglichkeit bereiten, dann in der nächsten Saison gut zu verhandeln, was das Budget angeht, und dann auch mal richtig zu investieren in vielleicht das Stadion. Beispielsweise in den Ausbau des Clubgeländes. Vielleicht können wir dann endlich mal ein Jugendinternat bauen. Das wäre cool. Das würde mich freuen. Wir haben viel vor. Und das große Problem, wir haben hier noch nicht alle ausgescoutet. Das ist ein richtig großes Problem. Aber ganz ehrlich, wir haben auch nicht mehr die Möglichkeiten zu scouten. Wir müssen mich jetzt agieren. Und wir beginnen mit Chung Jae Jung, dem rechten Mittelfeldspieler, weil das ist die Position, die für uns am schwierigsten ist. Beziehungsweise schauen wir einmal ganz kurz. Genau, hier dieser Tristão Guimarães
ist auf der Transferliste zur Laie. Und Chung Jae-jun ist nicht auf der Transferliste, ist aber deutlich günstiger. Lass uns erstmal den Leihspieler anschauen, weil mit etwas Glück, könnten wir den relativ günstig bekommen. Diesen Chung Jae-jun, da müssen wir bestimmt 600.000 hinblättern, vielleicht sogar 700.000. Das würde schon einen ganz deutlichen Teil unseres Transferbudgets auffressen. Deswegen lass uns erstmal hier auf den Leihspieler gehen. Und vielleicht haben wir dann auch, wenn irgendwann die Leihe abläuft, die Möglichkeit, mit einer Kaufoption ihn dann zu kaufen. Jetzt gerade haben wir keine Möglichkeit, ihn zu kaufen. 1,1 Millionen ist natürlich zu teuer. Aber wenn wir sagen, okay, wir leihen ihn bis 2027 oder 2028, vielleicht geht es uns dann finanziell so gut, dass wir ihn dann sogar kaufen könnten. Dass wir das dann ziehen könnten. Lass uns hier mal reingehen. Also, hier würde ich ganz gerne in ein Vertragsgespräch gehen. Genau. Hier versuchen wir die Laie zu besprechen. Danach wissen wir, ob wir noch einen rechten Mittelfeldspieler brauchen. Wir brauchen nur einen weiteren. Weil wir haben ja Finn Knut haben wir auf der rechten Seite, den wir hochziehen. Da reicht es, wenn wir hier noch einen weiteren haben. Das heißt, danach werden wir mit ihm sprechen. Oh, bei ihm könnten wir natürlich gucken, ob wir ihn ablösefrei in der nächsten Saison verpflichten. Das wäre natürlich auch genial. Dann leihen wir hier Tristau. Und Chung Jae-jun kommt dann zur nächsten Saison ablösefrei. Und den leihen wir nur. Das wäre eine super günstige Möglichkeit, einen guten rechten Mittelfeldspieler zu übernehmen. Dann können wir ihm sogar ein bisschen mehr Gehalt versprechen. Nächste Saison. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Ihn leihen wir, im besten Fall. Müssen ihn gar nicht übernehmen. Sondern haben ihn einfach nur, um einen guten rechten Mittelfeldspieler zu haben. Können aber vielleicht ihn später übernehmen. Da muss halt Finn Knut weg. Wenn wir hier zwei Top-Leute auf der rechten Seite haben. Dann muss halt Finn Knut weg irgendwann. Noch nicht jetzt, aber später. Und er hier kommt dann ab. Oh, das wäre perfekt. Das wäre perfekt, ihr Lieben. Okay, das heißt, im rechten Mittelfeld sieht es ganz gut aus. Dann haben wir hier einen so guten Torhüter. Gianluca Bandoni. Und der ist relativ günstig. Ein 5,3er, 18 Jahre alt. Den könnten wir gut mit hochziehen. Mit Duwe zusammen. Der hat hier noch einiges, was er lernen muss. Aber er ist halt auch erst 18 Jahre alt. Das ist machbar. Der kann das noch lernen. Also lass uns mal mit ihm gucken, ob wir ihn kaufen können. Was ist denn der andere? Der andere wäre hier Schäfer. Könnten wir auch sagen. Wäre deutlich günstiger. Den könnten wir mit hochziehen. Wir wissen, was er kann. Vielleicht ist auch ein Talent. Hat keine guten Reflexe, aber auch das kann er natürlich lernen. Aber 19 Jahre alt, 3,7 Stärke. Der Gianluca Bandoni ist ein Jahr jünger und jetzt schon eine 5,3. Ich würde sagen, das eilt ja gerade nicht mit den Torhütern. Dann lass uns mal die Torhüter noch scouten. Weil da bin ich mir gerade unsicher, wen wir nehmen sollten. Dann kümmern wir uns jetzt um den rechten Mittelfeldspieler. Da verzichten wir jetzt einfach darauf, dass wir hier nicht komplett durchgescoutet haben. Und kümmern uns jetzt natürlich noch um die Stürmer. Und da würde ich sagen, der Tosetti, den brauchen wir so oder so. Und der Pablo wäre eine gute Möglichkeit. Der wäre eine gute zweite Bank. Also gehen wir rein in Lucio Tosetti und werden ihm ein Vertragsgespräch anbieten. Cesena ist derzeit nicht bereit, einen weiteren Spieler abzugeben, ehe man nicht selbst auf dem Transfermarkt aktiv war. Okay, wir sollen uns neu melden in einigen Tagen oder Wochen. Das heißt, wir werden ihn wieder voll scouten.
und sprechen schon mal mit Pablo, weil auch der, 21 Jahre jung, eine tolle Möglichkeit, einen jungen Mann vorne reinzunehmen, wobei mit 21 Jahren eine 4,5. Wäre das jetzt so eine starke Verbesserung, wisst ihr was? Wir werden auch ihn weiter scouten. Ich suche mir lieber noch einen weiteren Stürmer, der jetzt schon eine 5er Wertung hat. Wir hören uns jetzt nochmal. Wir gucken uns jetzt nochmal um. Lucio Tossetti werden wir nicht zu Ende scouten können, aber vielleicht ja Pablo. Deswegen werden wir die Scouts dahin schieben. Okay, rechtes Mittelfeld haben wir uns drum gekümmert. Was fehlt uns noch? Links außen bräuchten wir noch einen Jungspund, haben wir gesagt. Also gucken wir mal, ob wir eventuell nochmal einen Jugendspieler abwerben können. Und zwar aus der dritten Liga. Aus der dritten Liga. Und zwar von meinetwegen Lübeck. Ich habe keine Ahnung, wie eure Jugendspieler sind. Jugendspieler abwerben. Super. Vielleicht haben wir da ja jemanden für links außen. Vielleicht sogar einen Stürmer. Das wäre auch super. Ich glaube, in der dritten Liga nach Jugendspielern suchen ist ein smarter Weg. Hier hätten wir einen Stürmer, der 18 ist, 3,2. Ich will vorne drin wirklich eine Bank haben. Wir suchen jetzt noch einen Stürmer. Links außen versuchen wir über die Jugendspieler zu machen. Jetzt versuchen wir noch einen Stürmer zu holen und einen offensiven Mittelfeldspieler. Und da darf es gern ein Alter sein. Ein Alter, der einfach nur unterstützt, bis Justus Bade noch ein bisschen besser geworden ist. Da wollen wir noch mal gucken, wen wir haben. Hier. Costa Alvaro. 6,4. Relativ günstig abzugeben. Schauen wir mal, was haben wir denn noch? Hier hätten wir noch einen 7,5er. Wäre natürlich ein bisschen sicherer, weil in dem Alter mit 35 kann man auch mal wieder Sterne verlieren, also in der Leistung abnehmen. Und als 6,5er wäre immer noch gut für uns. Dass man sagt, okay, wir nehmen mal so einen alten für ein, zwei Jahre, bis Justus Bade halt selber ein 5er, bis Justus Bade selber ein 6er oder vielleicht 7er wird. Unterstützt er so lange. Weil Nino Weinmann, der baut ja auch schon ab. Augusto Robustelli ist auch ein toller Name. Ist ein toller Name, ich finde den toll. Wir gucken mal, ob der mit uns sprechen möchte. Oh, auch den könnte man ablösefrei holen. Aber dann könnte man jetzt ganz gut verhandeln. Okay, jetzt geht's nicht. Vielleicht zur nächsten Saison. Nein, 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 wollen die nicht. Alles klar. Der nächstgünstigste wäre er hier. 260.000, ist sogar noch ein Jahr jünger. Julian Perkins. Oder Leroy Maurice. Maurice Leroy. Ein Franzose. Hier hätten wir einen Engländer. 7,3. 7,6. Leroy Maurice, was hast du denn in letzter Zeit gespielt? 1-0, 1-5, 2-0. Auch mal eine 4-5 dabei, eine 4-0. Aber unterm Strich scheint er ja ganz gut in Form zu sein. Hat auch Tore gemacht, hat auch welche vorgelegt. 2 Tore. Bisschen weniger gut gespielt, als man von ihm erwartet hätte, aber in unserer Liga sollte das ja eigentlich passen. Er spielt in Düdeling.
Okay, ich glaube, ihm können wir mal eine Transferanfrage stellen. Ja, das ist jetzt natürlich ein Problem. Die wollen alle nicht mit uns sprechen, weil wir zu schlecht sind. Ja, dann lass uns mal gucken. Vielleicht kriegen wir einen 33-Jährigen. 6,6er oder so. Hier sogar einen 32-Jährigen 6,6er. Aus Singapur. Finde ich auch witzig. Nur 1,68 Meter groß. 6,6er. 6,9er sogar. Alekos Rosopoulos. Ja, man denkt, er ist ein Grieche, aber er kommt aus Zypern. Naja, liegt ja nebeneinander. Spiel bei Trondheim. 6,9er. 33 Jahre. Kann man auch überlegen. 6,9. Spielt im offensiven Mittelfeld für, sagen wir mal, 2 Jahre. Dann ist Justus Bade auf seinem Stand und kann übernehmen. Wir gucken mal, ob wir ihn kaufen können. Boah. Die wollen alle nicht mit uns reden, weil wir einfach zu schlecht sind. Das ist ja gemein. German Contreras. Hier hätten wir noch einen 31-jährigen 6,7er. Aus Kenia. Es wird auch schon fast alles so teuer. Wir gucken uns nochmal den 6,6er an. Aus Kolumbien. Ne, den ein Jahre jüngeren Robert Cook aus Singapur. Den schauen wir uns nochmal an. Ja, bei ihm geht's. Also 7 Sterne können wir gerade so noch verpflichten. Alle, die ein bisschen besser sind, die wollen nicht. Dann hätten wir wirklich eine schöne offensive Mitte und können Justus Bade als zweiten Mann hochziehen. Das ist, glaube ich, gut. Und dann brauchen wir noch Stürmer. Wir brauchen viele Stürmer, wir brauchen gute Stürmer. Wir haben bereits einen alten, den wir anfragen wollen. Wir wissen noch nicht, ob das klappen wird, aber lass uns jetzt trotzdem noch mal nach jungen Talenten schauen. Hier hätten wir Prinsander Dilak, 20-Jähriger, für 640.000. Das ist natürlich echt teuer. Für 640.000, auch nur klein, 1,64 groß. Vielleicht wirklich auf 2 ältere Semester setzen. Und dann Jugendspieler mit hochziehen. Dann hätten wir hier Lanes. Erjon Kabashi, 33 Jahre alt, 7,5er Stärke. 480.000 wert. 1,82 Meter groß. Kommt aus Albanien. Kann er Englisch sprechen? Das wäre ganz gut eigentlich. Wir wollen ja nicht nochmal das Problem haben, dass wir uns nicht dass wir uns nicht unterhalten können. Aber ich glaube, das steht hier erstmal nicht dabei. Man muss ihn, glaube ich, gescoutet haben, um das zu wissen, welche Sprachen er spricht, oder? Ich glaube, ja. Hat noch kein Tor gemacht. Vielleicht deshalb auch unglücklich bei seinem Verein. Paar Oberschenkelprobleme gehabt. Englisch-Albanisch, hier steht es. Englisch kann er. Okay, ich würde sagen, ihn könnte man sich überlegen. Oder vielleicht nochmal ein bisschen auf die Jugend setzen. Dass man sagt, komm, wir gucken hier wirklich nur nach einem Fünfer, der noch relativ jung ist. Auch natürlich alles sehr, sehr teuer. Alles sehr teuer. Und wenn wir eine Stufe hochgehen, dann ist der Marktwert auch schon bei 800.000. Das ist schwierig.
Schweizer. Tom Didier. 4,6er, 19 Jahre alt. Aber das ist keine wirkliche Verbesserung. Nicolas Dirks ist ein 4,7er. Ich hätte jetzt ganz gern schon richtig eine Bank vorne drin. Wisst ihr was? Wir lassen es erstmal bei dem, was wir jetzt hier haben. Wir haben jetzt sehr lange rum überlegt. Ich würde ganz gerne Lucio Tossetti verpflichten, weil der einfach richtig stark wäre. Und Pablo werden wir uns auch nochmal anschauen. Er ist halt keine starke Verbesserung. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und wir gucken jetzt erstmal, was die Woche bringt. Wir haben jetzt schon die ersten Gespräche vereinbart hier. Rechtes Mittelfeld und offensives Mittelfeld. Dann wissen wir schon mal, ob wir die Mitte verstärken konnten. Und wir sehen auch, welche Jugendspieler wir haben. Vielleicht haben wir da auch einen Stürmer. Ich wollte ja einen linken Außenverteidiger außer Jugend haben, aber vielleicht haben wir da einen Stürmer. Und vielleicht haben wir auch hier die Möglichkeit zu sagen, hey, wir werben nächste Woche nochmal Jugendspieler ab. Deswegen machen wir das. Wir gehen in die nächste Woche. Abteilungsleiter, wir haben kein Geld. Können wir nicht einsetzen. Und wir gucken nochmal, wie wir ins Training gehen. Also, die Kondition sieht richtig stark aus von unseren Leuten. Guck gleich nochmal, ob es irgendjemand gibt, der noch eine geringe Kondition hat. Nee. Der mit der geringsten Kondition hat 90 Konditionen. Frische ist natürlich bei manchen ein bisschen schwierig. Das heißt, wir gehen hier in eine Regenerationsgruppe rein. Und alle, die 0 Frische haben, gehen hier rein. Hilft ja nichts. Die müssen auch wieder ein bisschen frischer werden. Alle anderen, auch mit 42 Frische, trainieren. Ihr trainiert Pressing gegen Pressing, damit die Kondition noch schön oben bleibt und wir wollen das ja auch weiterhin trainieren. Pressing ist ein bisschen schlechter als Gegenpressing. Komm, wir machen das 2 Tage lang. Dann wollen wir noch Freistöße üben. Sehr gut. Flache Hereingaben. Wollen wir auch nochmal 2-mal machen. So, Konter. Konter mit Passspiel. Konter mit weiten Bällen. Kontrolliertes Umschaltspiel. Und dann müssen wir diese Sachen natürlich auch nochmal üben. Aber wir sind jetzt erstmal bei den speziellen Dingen. Und viel Spaß damit in dieser Woche. Jetzt geht's um die Laie von Tristão Guimarães. Ein rechter Mittelfeldspieler, der uns jetzt sehr weiterhelfen würde. Ob wir ihn verpflichten nächstes Jahr. Wir können ihn nur bis hierhin leihen. Das sind 1,5 Jahre. Ob wir ihn dann verpflichten, das ist die Frage. Das überlegen wir uns dann. 1,1 Millionen ist für mich okay. Vielleicht gehen wir runter auf 1 Million. Das ist ja sowieso, das spielt jetzt gar keine Rolle. Das ist vollkommen egal. Weil das noch sehr weit hin ist. Vielleicht haben wir dann das Geld, ihn zu kaufen. Vielleicht lohnt es sich auch gar nicht, ihn zu kaufen, weil er total schlecht gespielt hat. Das ist alles Zukunftsmusik. Das kommt auch weg. Und wir wollen 200.000 Leihgebühr, Gehaltsübernahme 60%. Gehen wir hier runter auf 140.000. Wir verhandeln mal. Die Kaufoption für 1 Million übernehmen sie. Der wird sich ja vielleicht auch weiterentwickeln, ist dann vielleicht sogar eine Stufe höher, sein Marktwert höher. Vielleicht lohnt es sich dann doppelt, die Kaufoption zu ziehen. Aber wie gesagt, die müssen wir nicht ziehen. Es ist nur wichtig, dass wir ihn erstmal haben, dass wir rechts eine dicke Bank haben und die Option, ihn später noch zu übernehmen. Gehaltsübernahme 60% wurde zugestimmt. Ganz ehrlich, die 5.000,
Da will ich jetzt nichts riskieren. Wahrscheinlich könnten wir sie verhandeln, aber ganz ehrlich, 145.000 Leihgebühr, 60% Gehaltsübernahme kostet uns 121.000. Für einen 5,6er Vertrag unterschreiben. Für rechts haben wir gesorgt. Jetzt haben wir mit Xu Zheng Zhejiang jemanden, der ablösefrei kommen kann. Das ist so cool. Wenn wir ihn holen, dann wird Knut natürlich ab der nächsten Saison keine Rolle mehr spielen, weil dann wird er spielen und den wir gerade geliehen haben. Wenn der, den wir gerade geliehen haben, dann von uns verpflichtet wird, dann muss Knut unseren Verein verlassen. Wenn er nicht verpflichtet wird, wird Knut weiterhin mit ihm spielen. Aber er ist natürlich auch schon deutlich besser als Knut. Du stehst fast immer auf dem Platz? Nein. Du wirst deine Einsätze bekommen. Lange Vertragsdauer. Grundgehalt. 80.000 finde ich fair. Er bekommt gerade 160.000, aber das Handgeld muss doch nicht sein. Das Handgeld muss doch nicht sein. Ausstiegsklausel. 900.000. Geh mal beim Handgeld ein bisschen hoch, dass wir hier gleich noch Möglichkeiten haben zu verhandeln. Siegprämie, Einsatzprämie ist okay. 80.000 Grundgehalt will ich auch nicht dran rütteln. Wir verhandeln mal. Ausstiegsklausel auf 1,4 Millionen erhöht. Und erst ab 2027. Das ist okay. Und dann gucken wir nochmal, ob wir beim Handgeld uns einigen können. Das werden wir können. So, jetzt lass uns überlegen. Wollen wir den Vertrag wirklich unterschreiben? Dann hätten wir ab der kommenden Saison einen 5,5er rechten Mittelfeldspieler, der 19 Jahre alt ist. Für 300.000 Handgeld und 80.000 Grundgehalt. Mit etwas Pech wird Knut keine Rolle mehr spielen. Aber dann können wir Knut verkaufen. Gewinn bringt. Den haben wir relativ günstig bekommen. Ich glaube, für 140.000 haben wir ihn gekauft. Das machen wir. Vertrag unterschreiben. Und belastet unser Budget ja eh noch nicht. Glaube ich zumindest. Weil das erst für die kommende Saison gilt. Doch, hat unser Budget belastet. Egal. Das ist gut. Das ist gut. Wir haben jetzt rechts auf der rechten Seite haben wir uns um alles gekümmert. Rechtes Mittelfeld steht jetzt. Das war eine lange Zeit eine große Schwäche von uns. Ilbis wird ein 4,1er, defensives Mittelfeld, brauchen wir auch keinen anderen. Du machst das hier. 17 Jahre jung, gutes Talent. Du machst das. Ich glaube an dich. 4,1 ist super. Tristão kommt. Und wir können einen Jugendspieler abwerben. Wir wollen einen linken Außenverteidiger abwerben. Hier gibt's keinen. Wir könnten auch Noel Haug abwerben. 18-jähriges Talent. 3,0er Stürmer. Mit 18 Jahren 3,0 ist natürlich schon ein bisschen schlecht. Aber er ist ein Talent. Das heißt, mit der richtigen Förderung wird er eventuell eine Rolle spielen können. Na, der hat auch noch einen ordentlichen Weg vor sich, bis er den Fortschritt hat. Und wir müssten ihm erstmal beibringen, im Sturm zu spielen. Also wir müssten ihm erstmal den Sturm als Nebenposition beibringen. Weil ich möchte keinen linken Außenstürmer mehr haben. Haben wir nur gemacht, weil Herr Gett das nicht anders konnte. Wir können trotzdem natürlich mal nachfragen. Spielerkontakt herstellen kostet 14.000.
Dafür passt es zu wenig. Ist zwar ein Talent, aber es passt mir unterm Strich zu wenig. Gucken wir erstmal nach dem alten offensiven Mittelfeldspieler, den wir relativ günstig verpflichten können. Und der jetzt Justus Bade quasi unterstützen kann. Du wirst deine Einsätze bekommen. Handgeld 66.000, Grundgehalt 145.000. Ist ja eigentlich schon ein Schnäppchen, oder? Das ist eigentlich ein Schnäppchen. Wo spielt er denn gerade? Hat er keinen Verein? Deswegen kriegen wir ihn ablösefrei. Ich glaube, der hat gerade keinen Verein, oder? Ja. Ist derzeit vereinslos. Ja, das ist ja super. Das ist ja super. Also 66.000 Handgeld soll er bekommen. Ich würde vielleicht die Vertragsdauer kürzen auf so... drei Jahre maximal. Und das Gehalt muss natürlich sinken. Er ist ein Top-Mann, aber das Gehalt muss sinken. Interesse ist halt nicht so hoch. Komm, dann lassen wir das. Dann verkaufen wir ihm im Zweifel halt. Wir verhandeln mal. Er ist uns kein Stück entgegengekommen. Wir kommen ihm 10.000 entgegen. Nee. Nichts zu machen. Okay. Ist aber nicht schlimm. Wir finden noch einen anderen. Der wäre gut gewesen, aber der verlangt halt schon sehr viel Gehalt. Und wir sind jetzt am Anfang der Transferphase. Da können wir noch ein bisschen zocken. Ganz kleines bisschen zocken können wir. Wunderbar. Also, wir haben eine gute Verstärkung auf der rechten Seite. Was haben wir für Entwicklung? Erich, du wirst auch schon so ein bisschen am Verlieren. Das ist nicht gut. Cody Blau entwickelt sich hervorragend. Guido Raasch auch gut. Wir haben ihn jetzt auf die Transferliste gesetzt. Hier kommt Tristão. Und hier Thomas Effenberger entwickelt sich auch gut. Alles klar. Diese Woche finden keine Spiele statt. Wen werden wir fördern? Das machen wir mal mit Justus Bade. Und gehen wieder rein ins Scouting. Also, rechtes Mittelfeld ist gesetzt. Dort ist jetzt Tristão. Knut ist der Wechselkandidat. Das ist gut. Das hat gut geklappt. So, jetzt lasst uns nochmal überlegen. Lucio Tossetti. Können wir jetzt mit ihm spielen? Nein, Verkaufsstopp, wir dürfen nicht mit ihm sprechen. Chung Jae Jang, warum steht der noch drin? Wir haben ihn doch geholt, oder nicht? Wechsel zu Düren, ja. Dann brauchen wir ihn nicht mehr scouten. Dann nehmen wir dich hier mal raus. Also Spieler entfernen. Ja. Dann haben wir hier die beiden Stürmer. Und die Torwarte. Dann lass uns einfach nochmal einen anderen Stürmer suchen, der gut ist, der, sagen wir mal, eine 7er Wertung hat. Und der mit uns sprechen möchte. Bis 33 gucken wir. Wen gäbe es denn da noch? Wen hätten wir hier noch? Sind halt alle sehr teuer. Sind alle sehr teuer. Gucken wir mal bis 34. Da ist auch Tossetti. Ingolf Sandström. Wäre eine 7-7. Marktwert 340.000. Grundgehalt 50.000. Den könnten wir uns leisten. Ist der vereinslos gerade? Nein.
Nein, Vertragsdauer bis 2025. Komm, wir fragen mal an. Wir fragen mal an. Nein. Könnte auch gut sein, dass Lucio Tossetti nicht mit uns reden will. Wir müssen tatsächlich... Ja, wir müssen tatsächlich einstellen, dass wir nur noch zwei Sterne suchen. Wer ist jetzt der günstigste? Wir brauchen hier vorne erstmal einen drin, der darf ein bisschen älter sein, der uns einfach ein paar Tore schenkt. Das finde ich halt wichtig. Brasiliana Ferreira. 6,7. Ja, der wäre schon gut. 190.000 Marktwert. Wie steht es denn um dich, Ferreira? 34 Jahre alt, Grundgehalt 300.000, unfassbar teuer. 190.000er Marktwert. Vertragsdauer nur noch ein halbes Jahr. Vertragsgespräch für die nächste Saison oder sofort? Nee, wir brauchen dich eigentlich sofort. Guck mal, wen wir noch haben. Er wäre vereinslos, sehe ich das richtig? Mohamed Jouadi aus Libyen. Gucken uns die nochmal an. Also ist vereinslos, das ist natürlich super. 6,4er. Kann halt kein Englisch. Das ist schon ein Problem, würde ich sagen. Vorne reinstellen und machen lassen. Würde gehen. Aber kein Englisch, der will eh Handgeld haben. Kein Englisch ist eigentlich keine Lösung. Wen hätten wir denn hier noch? Argentinier. De La Luna. Enis De La Luna. Ein 6,6er. 34 Jahre alt. Mit dem können wir mal sprechen. Hat eine passable Saison gespielt, ist okay. Aber bei uns wird er wahrscheinlich super spielen als 6,6er. Spanisch. Boah, das ist, glaube ich, echt ein Problem. Lass uns lieber jemanden suchen, der vielleicht auch Englisch kann. Wie sieht's denn hier aus? Du kannst Englisch, okay. Atsuto Yamada. Yamada. Hast noch einen Verein bis 2025, hast ein hohes Gehalt, einen hohen Marktwert, 6,3. Bist für einen Japaner gar nicht so klein. Aber halt auch nur für einen Japaner. Wir fragen dich trotzdem mal an. Haben wir mal zwei alte Stürmer angefragt. Dann haben wir noch Nicolas Dirks, den 4,7er, den haben wir. Und dann versuchen wir noch einen Jugendspieler zu holen. Vielleicht Pablo? Müssen wir mal schauen. Vielleicht Pablo. Aber eventuell auch jemanden vom Hamburger SV. Wir schauen mal. Wir gehen in die nächste Woche rein. Team-Event? Nein. Freundschaftsspiel? Nein. Geld anlegen? Erst wenn die Transferphase vorbei ist. Bandenwerbung verlängern. Gespräche können wir machen. Sichtungstag organisieren, bin ich dabei. Und weiter geht es. Und zwar in eine Trainingswoche. Wir gucken mal, um was wir uns kümmern. Wir wollen uns diesmal hier um diese Sachen kümmern.
Also, das bedeutet eine Menge über Unterzahl. Wir können auch ganz gerne nochmal zwei Kämpfe üben. Angriffe über Außen. Kontrolliertes Umschaltspiel, das wird auch dem Konter ein bisschen helfen. Angriffe über Außen sind halt wirklich schlecht, da können wir gern doppelt reingehen. Gern nochmal ein bisschen ins Pressing. Gern noch einmal gegen Pressing. Dann wird das hier nämlich ordentlich nach oben geführt. Nochmal Konter. Konter mit Passspiel. Alles klar. Weiter geht es. Ferreira, er ist bereits sehr alt. 34 Jahre. Der wird uns nicht Ewigkeiten was bringen, aber jetzt erst einmal. Und wir wollen dann natürlich auch noch den ein oder anderen jüngeren Spieler mitziehen. Aber jetzt gerade brauchen wir mal jemanden, der vorne Tore holen kann. 125.000 bieten wir an. Nein, 140.000. Wir wollen nicht unverschämt sein. Er hat einen Marktwert von 190. Die gehen ordentlich runter auf 170.000. Wir nehmen das an. Wir nehmen das an. Der hat einen Marktwert von 190.000. Ich finde es okay. 170.000. Wir unterschreiben das. Jetzt müssen wir aber mit ihm noch übereinkommen. Und der will weniger Gehalt, als er gerade bekommt. Der bekommt gerade 300.000. Okay, das könnte klappen. 3 Jahre Vertrag finde ich super. Ich will immer nicht so viel versprechen. Ich müsste es eh noch abhaken, aber ich will den eigentlich nichts versprechen. Ausstiegsklausel hat er nicht. Macht auch keinen Sinn in seinem Alter. 40.000 Handgeld finde ich okay. Können trotzdem mal gucken, ob wir ihn auf 30.000 runterbekommen. Hier auf 80.000. Hm. 32.000 und 90.000. Ja, wir wollen hier nicht zu viel. Wir wollen hier eigentlich nicht zu viel pokern. Kannst du wenigstens Englisch? Hm. Bei dir habe ich nicht drauf geachtet, verdammt. Ja, ein Stürmer muss nun vorne drin stehen und den Ball bekommen und reinschießen. Dann haben wir halt Probleme mit der Sprache. Du bist ja sowieso... Also bei den jungen Spielern sollten wir auf jeden Fall immer drauf achten. Aber ganz ehrlich, bei den alten Spielern, die werden eh nur kurzfristig für uns relevant sein. Wir unterschreiben das so. Einen günstigen, richtig guten Stürmer vorne drin. Dann haben wir hier Yamada. Stürmer 6,3. Selbe Spiel wie eben. Und da brauchen wir gar nicht verhandeln. Der ist viel zu teuer. Die wollen viel zu viel. Verhandeln wir gar nicht erst. Guten Stürmer. 6,7 für wenig Geld geholt. Das hat gut geklappt. Wir bekommen eine Transferanfrage für Tyler Eichinger. Der hat für uns keine Relevanz mehr. DB Leipzig darf ihn gerne bekommen. Bitteschön. Und wir können einen Jugendspieler abwerben. Wir bräuchten immer noch einen linken Außenverteidiger oder einen Stürmer. Hier hätten wir einen Stürmer. 4,2er. Alle anderen sind auch interessant, aber das hier... Das ist ein 18-jähriger 4,2er Talent. 17-jähriger 4,1er, aber ist kein Talent. Stefan Ewert. Das wäre so einer, den man hochziehen kann. Dann hätten wir im besten Fall 2 alte Stürmer, die uns kurzfristig helfen. Niklas Dirks, der einfach bleibt, weil er ein guter Stürmer ist und uns auch gut weitergeholfen hat. Und ein Jung, den wir hochziehen. Dann hätten wir 4 Stürmer. Und damit wäre ich echt zufrieden. Wir kontaktieren den Berater. Nein. Okay. Der will nicht.
Samuel Kunze. Man könnte überlegen, ob man ihn umtrainiert zum Stürmer. Er ist erst 17. Man könnte ihn noch zum Stürmer machen. Auch da will er nicht. Dann einfach, weil der tolle Werte hat. Werner Wehr, das wird auch nicht klappen. Nee. Zweite Liga ist zu hoch für uns, um Jugendspieler abzuwerben. Wir versuchen es gleich nochmal in der dritten Liga. Neuverhandlung. Flugschule Ristix möchte gerne verhandeln. Der aktuelle Vertrag läuft noch ein halbes Jahr. Die Sache ist, falls wir aufsteigen sollten, aufsteigen sollten, dann werden wir wahrscheinlich bessere Sachen verhandeln können. Aber bietet uns auch einen Bonus bei Aufstieg an und das ist eh nur ein Jahr. Eine Verlängerung von einem Jahr. Wir wollen hier einen Bonus von 100% und dann wollen wir das hier auch noch richtig hochtreiben. Nee, wir wollen das schon auf 100% haben. Will er nicht, kein Problem. Kauf von Tyler Eichinger. Ja, so ein bisschen mehr könnt ihr doch schon zahlen, oder? So 46.000 ist doch drin, oder? 42.000. 38, alles klar. Rosso Milano investiert 50 Millionen für einen Spieler. Überlegt euch das mal und dann wird der verletzt. Sichtungstag. Vielleicht kriegen wir hier noch jemanden rein. 13 Jahre jung. Oh, ich habe leider nicht so richtig viel Ahnung, wie gut die sein müssen. In dem jungen Alter. Gucken mal, ob wir noch jemand anders sichten können. 1,9. 13 Jahre. Machen wir weiter. Torwart 1,7. 2,0, aber schon 15 Jahre alt. Ja, ich weiß noch nicht, ob da wirklich was dabei ist, was wir mitnehmen sollten. Mit 15. Was haben denn hier die 15-Jährigen? 2,8, 2,8, 2,0 mit 14. Nee. Die nehmen wir nicht mit. Sichtungstag ist wichtig, aber wir übernehmen sie nicht in unseren Jugendkader. Trainingsverletzung für Ulrich Johannes, das ist nicht so schlimm. Wir haben genügend Innenverteidiger. Und dauert eh nur 4 Tage. Ein paar Adduktorenbeschwerden, das ist vollkommen in Ordnung. Guido Rasch. Nicht schön. Auch nur 10 Tage. Und für dich haben wir im besten Fall auch bald nochmal einen Ersatz. Wir werden weiter nach Jugendspielern suchen. 27 Tage noch bis zum nächsten Pflichtspiel. Und wir bekommen erstmal hier einen guten Stürmer rein. Unsere Leute verbessern sich gut. Albert Gunkel leider auch auf dem absteigenden Ast. Der Matzke auch negativ entwickelt. Alles klar. Konter hat sich sogar verschlechtert. Okay. Stufenänderung. Ferreira ist nicht so gut wie angenommen, aber wir haben ihn auch relativ günstig bekommen. Also ein 5,8er für den Marktwert und für das Gehalt ist immer noch okay. Wir brauchen ja weiterhin gute Leute. Ja, bis Leitner wird nochmal gefördert. So.
müssen weiterhin in die Transfers und in Scouting gehen. Lucio Tossetti. Immer noch nicht. Also, was wir jetzt als allererstes wieder machen, Jugendspieler abwerben. Wir gucken in die dritte Liga wieder. Und dann mal nach Regensburg. So. Dann wollen wir nochmal nach einem Stürmer gucken. Nach einem etwas älteren Semester. Etwas älteres Semester gucken wir nochmal. Wer ist relativ günstig zu haben? Und vielleicht eine Nationalität, der Englisch sprechen wird. Wobei, das ist bei allen eigentlich, müsste es gegeben sein. Ich wundere mich, dass es nicht der Fall war. El De Rosa. 6,9er. 34 Jahre alt. Kannst du Englisch? Nein. Ich versuche jetzt mal ein bisschen darauf zu achten. Niederländisch. 6,6, 6,5. Also 6,7. So, Ferdinand Marina, wir gucken dich nochmal ganz genau an. Du kannst kein Englisch. Du bist ein Japaner, den man nicht aussprechen kann. Ja, ein Koreaner. Südkorea müsste es sein, genau. Wir gucken jetzt erstmal, wer kann denn hier Englisch? Kann man vielleicht auch nach Sprachen suchen? Er kann Englisch. Okay, du kommst aus Peru. Bist ein 6,5er Stürmer. Spielst bei Lima. 280.000 wert. 1,73 Meter. Der nächste wäre ein 7er, 1,85. Kann aber wieder kein Englisch. Kann ich nach Englisch filtern? Ich glaube, es geht nicht. Kann man nur bestimmte Fähigkeiten anzeigen lassen? Okay, wir können mal gucken, ist vielleicht jemand auf der Transferliste? Nee, die alten in der Regel nicht. Also den hier könnten wir mal anfragen. Du warst das, ne? Nein, du warst es nicht. Du kannst nur Spanisch. Hier, dich können wir mal anfragen. 34 Jahre jung, 6,5er Stärke. Grundgehalt 340.000 ist natürlich relativ teuer. Aber mit dir können wir uns unterhalten. Wir gucken mal. Hätten wir noch einen alten Stürmer? Alles klar. Und das soll es gewesen sein für diese Woche. Und wir gehen in diese Woche rein. Nochmal in individuelle Fähigkeiten. Da haben wir auch schöne Sachen, die Kondition nochmal aufbauen. Ja. Und gerade die individuellen Fähigkeiten möchte ich nochmal ein bisschen nach oben holen. Dann gehen wir mal in die nächste Woche rein. Jugendspieler abwerben. Linksaußenverteidiger haben wir nur den hier. Der spielt aber keine allzu große Rolle. Jetzt haben wir leider keinen Stürmer, aber schaut mal. Wir hätten einen Torwart, der 4,3er Wert hat mit 18 Jahren, was gar nicht so schlecht ist. Als Zweitorhüter wäre das tatsächlich gut. Jakob Omar. Das finde ich nicht schlecht. 1,98 Meter groß. Strafraum beherrschen, Fausten, Abwürfe. Mit 18 Jahren, 1,98 Meter. So tolle Werte. Talent. Den wollen wir mitnehmen. Ist jenseits unserer Möglichkeiten.
Linkes Mittelfeld will ich eigentlich nicht. Linksaußenverteidiger mit einer 2-3. Bringt uns nichts. LM könnte man vielleicht als linken Außenverteidiger umerziehen. Auch der wird wahrscheinlich nicht mit uns sprechen wollen. Bei ihm vielleicht noch. Auch den können wir umerziehen. 17 Jahre alt. Nein. Okay. Iago Blasco, ein Stürmer. Der auch nicht lange eine Rolle spielt für uns. Müssen wir wieder ordentlich entgegenkommen. 210.000. Komm, 210.000 für ihn. Spielt nicht lange eine Rolle. Da haben wir halt zwei starke Stürmer vorne drin. Das sollte schon passen. Das sollten wir mitnehmen. Ein bisschen Handgeld. Gehalt würde ich ganz gern runterverhandeln. Boah. Und Sieg- und Einsatzprämie vielleicht auf 900. 3 Jahre finde ich okay. Wir gucken mal, was er sagt. Hat er nicht das größte Problem mit? Gehen hier mal hoch. Komm. Macht er. Ja, wunderbar. Haben wir zwei gute Stürmer. Ich hätte jetzt ganz gern noch einen Jungstürmer. Einen richtig jungen, mit dem man arbeiten kann. Der im besten Fall auch ein Talent ist. Aber die Frage ist, wie finden wir heraus, dass sie ein Talent sind? In den allermeisten Fällen wissen wir es halt vorher nicht, weil die nicht gescoutet sind. Diesen Pablo finde ich gar nicht verkehrt. Den könnte man sich überlegen. Und dann haben wir immer noch das Problem mit dem Torwart. Und wir können uns anscheinend keine Jugendspieler holen, die ein Talent sind und einen Viererwert haben. Das heißt, es bringt uns nichts, irgendwie Jugendspieler abzuwerben. Dafür brauchen wir mehr Prestige. Wir müssen vielleicht aufsteigen. Und wir brauchen noch eine bessere Jugendarbeit, wie ein Jugendinternat. Und so weiter und so fort, damit es überhaupt interessant für die Jugendspieler ist. Wir bekommen ein Vertragsangebot von Mansfield. Die würden ganz gerne uns als Manager und Trainer übernehmen. Und ich sage euch ganz eindeutig, nein, wir bleiben bei Düren. Okay, cool. Die individuellen Fähigkeiten haben hier viel gebracht bei unseren Leuten. Sehr schön. Pressing gegen Pressing geht runter, Kondition geht runter. Wir müssen gleich nochmal Kondition machen. Und wir fördern jetzt einmal Cody Blau. Super. Also, wie viel Zeit haben wir noch? Nicht mehr viel. Die Transferphase ist fast vorbei. Die ist fast vorbei. Hier sehen wir das. Diese Woche noch und dann Mittwoch ist es vorbei. Und dann geht es auch schon bald wieder los mit den nächsten Spielen. Wir brauchen noch einen Torwart. Linksaußen wäre toll, muss aber nicht unbedingt sein. Und wir brauchen noch... Offensives Mittelfeld kommt der erst zur nächsten Saison. Könnte sein, dass wir ihn erst dahin geholt haben. Aber wir brauchen auf jeden Fall, da geht auch kein Weg dran vorbei, noch einen Stürmer. Links, Außen, Torwart. Also Torwart, Stürmer sind die beiden wichtigsten Posten. Wir fragen nochmal bei Lucio Tosetti an, einfach nur, um es gemacht zu haben. Nein.
dann kommst du auch runter. Der wird wahrscheinlich eh nicht mit uns sprechen wollen. Hier sind wir beim Scouting leider nicht bis zum Ende gekommen. Gianluca Bandoni. Du bist halt viel wert. 460.000. Wir haben noch so 638.000 Transferbudget. Wir könnten dich verpflichten. Aber lass uns erstmal schauen, ob wir noch einen jungen Spieler bekommen, einen jungen Stürmer, den wir noch hochziehen können. Wir haben jetzt zwei tolle Stürmer drin, aber wir können eigentlich noch einen richtig jungen Stürmer hochziehen. Die Frage ist nur, haben wir das Geld dafür? Ja, die Fünfer fangen an bei 500.000. Und wir wissen nicht, wer ein Talent ist. Könnten wir sagen, wir wollen hier nur Talente angezeigt bekommen? Würden wir wahrscheinlich nichts angezeigt bekommen. Sondern nur die super Bekannten. Von denen man auf jeden Fall weiß, dass sie Talente sind. Alles klar. Das bringt uns nichts. Wir müssen scouten. Scouten, scouten, scouten. Wir könnten auch überlegen, erstmal so weiter zu spielen. Denn wir haben jetzt drei Stürmer. Mit Nicolas Dirks. Im Notfall haben wir auch noch Nick Jünger, der ist ja auch noch nicht verkauft worden und so weiter und so fort. Notfall spielt man halt auch nur mit einem Stürmer, das würde alles funktionieren im Notfall. Und wir schauen mal, ob hier Pablo ein Talent ist. Wenn er ein Talent ist, wäre er natürlich interessant für uns. Und wir schauen beim Torwart, bleiben wir so wie wir sind. Erich Duwe bleibt hinten im Kasten. Wir haben hier einen 2,4er als Ausweichstorwart. Und wir warten erstmal ab, ob wir herausfinden, ob vielleicht Elias Schäfer ein Talent ist. Nee, das sehen wir jetzt mittlerweile. Guck mal, das haben wir schon gescoutet. Kein Talent, der Elias Schäfer. Schade. Ja, wenn wir das schon wissen, dann können wir bei Gianluca Bandoni eigentlich anklopfen, oder? 18 Jahre jung, den kann man noch aufbauen. Ist kein Talent, aber trotzdem kann man ihn aufbauen. Und er ist auch kein Talent. Wie sieht's denn in unserer eigenen Jugend aus? Haben wir auch keine Talente mehr. So ein Talent großziehen würde halt immer Sinn ergeben. Aber die sind auch nicht gut genug, um sie mitzunehmen. Vorerst nicht. Ja, was machen wir da? Wir brauchen in der Theorie, brauchen wir noch einen Torwart, Linksaußenverteidiger und einen Stürmer. Können ganz gerne nochmal gucken, haben wir nochmal Linksaußen jemanden günstigen? Also einen jungen Spieler, der günstig ist. 300.000. Giuseppe Kutzner. Tamino Alkoff. Das sind halt schon alle sehr teuer. Wir haben aber noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen Geld. Wo wollen wir am ehesten rein investieren? Ich glaube in den Sturm. Wir haben noch 638.000. Wir geben einen Marktwert. Maximal 708.000. Wir gucken nach Stürmern. Und gucken mal, was wir hier hinbekommen. Kriegen wir vielleicht jemand günstiges? 4,6.
4,7. 5,5. Antonio Ferreira, ein 20-Jähriger. Ist aber sehr knapp bemessen. Wir müssen auch noch Gehalt zahlen. Giannis Hatzis. 620.000. Wir gucken uns dich einmal an. Du kannst kein Englisch. Die Jungspieler, die lange dabei sein sollen, die sollen natürlich Englisch können. Erik Baumgartner, 20 Jahre. Ist ein Österreicher. 20 Jahre alt. Ist uns das zu schwach für einen 20-Jährigen? Kommt halt drauf an, wie er sich entwickelt. Der kann zum Fünfer werden, so ist es nicht. Der kann schon zum Fünfer noch werden. Wenn wir den günstig bekommen, wenn wir den günstig schießen, dann würde ich den mitnehmen. Aber auch nur dann. Ja, unten hätten wir einen günstigeren. Aus Peru wieder. Hier hätten wir noch günstigeren. Ein Bulgare. 18 Jahre jung. 4,4 zwar nur. Das heißt, er wird ein paar Mali haben. Komm, wir gucken uns jetzt mal das Alter an. Wer ist denn der Jüngste, den wir uns hier leisten können? Das wäre Hatzis. Der kann kein Englisch. Du kannst auch kein Englisch. Wie sieht's bei dir aus? Balde Duda. Du könntest eventuell mit reinkommen. Du bist eine 4,6. 18 Jahre alt. Okay, wir merken dich. 4,4. 4,4, 4,4. 5,0 hätten wir hier noch. Kann aber auch kein Englisch. Haben wir hier noch eine 4,6? Hier. Henry Eduard. Franzose. Hier können wir uns nicht unterhalten. Okay, dann gucken wir uns hier mal die 4,6 nochmal an. Beide. Du bist 580.000 wert. Kommst aus Kamerun. Nee, der will nicht wechseln. Bei den 19-Jährigen hätten wir einen 4,6er, der auch hinten spielen kann als hängende Spitze. 620.000 kostet er, Japaner 1,72 Meter. 1,72 Meter finde ich immer ein bisschen schwierig. Wen haben wir denn noch? Haben wir hier noch jemanden, der mit 4,6 ganz gut dabei wäre? 4,5, 4,7. 1,80 Meter. Bisschen besser. Auch ein Japaner. Kann der Englisch? Nein. 4,5, 4,1. 4,6. Ein Schweizer. Okay, dich schauen wir uns nochmal an. Der Schweizer kann zumindest Deutsch. Und Italienisch, ja. Der wird sich mit den allermeisten von uns unterhalten können. Englisch müssen sie wahrscheinlich eh noch alle ein bisschen lernen. Aber der kann sich zumindest mit den Trainern unterhalten. Das ist schon mal nicht unwichtig. 4,6 mit 19 Jahren. Den können wir aufbauen. Kostet 480.000, Grundgehalt 58.000. Ja. Tom Didier. Dich wollen wir holen. 480.000 Marktwert sollten wir hinbekommen. Alles klar. Dann brechen wir hier auch ab. Das Scouting bei Pablo. Die Torwarte werden zu Ende gescoutet, denn wir werden gleich kein Geld mehr haben für einen Torwart. Dann bleiben wir bei unserem Torwart gespannt, das wir haben. Erich Duwe ist auch absolut in Ordnung.
Und auch bei der linken Außenverteidigung bleiben wir so. Das sind so die einzigen Dinge, wo ich noch ganz gern jemand gehabt hätte. Aber unterm Strich haben wir eine tolle Transferphase gehabt. War ein großes Hin und Her. Wir haben viel überlegt. Wir haben viel hin und her geschaut. Ich habe euch extra gefragt, wollt ihr überall dabei sein? Das wolltet ihr. Jetzt haben wir das auch alles nochmal ganz dediziert durchgemacht. Das finde ich große Klasse. Und dann werden wir viel, viel gestärkter in die zweite Saisonhälfte reinstarten. Dann haben wir vor allem hier vorne mal richtig, richtig, richtig Zug drauf. Auch rechtes Mittelfeld ist kein Schwachpunkt mehr. Ich glaube, das ist gut, was wir gemacht haben. Ich glaube, das ist richtig, richtig gut. Wir schicken nochmal einen Spieler zu den Fans. Nicolas Dirks, der Influencer. Sponsorenverhandlungen. Klar. Und hier möchte ich gerne nochmal komplett individuell einstellen. Über Unterzahlspiel brauchen wir. Aber wir brauchen auch nochmal ein bisschen Kondition. Ich hätte Kondition gern auf 100. Ausdauerlauf, Ausdauerlauf. High Intensive Training. Auch nochmal ein bisschen. So, dann geht es rein in die individuellen Fähigkeiten. Und zwar volle Kanne. Über Unterzahl. Angriffe über Außen. Ecke Strafraum. Mit das alles hier nochmal gestärkt. Pressing gegen Pressing eigentlich auch nochmal. Konter. Aber Pressing gegen Pressing kostet halt so viel Kraft, dass ich das lieber jetzt mache, wo wir keine Spiele haben. So Sachen wie Konter und Freistöße und flache Hereingaben können wir dann auch trainieren, wenn wir Spiele haben. So, die sich regeneriert haben, haben jetzt wieder eine schicke Frische. Jetzt fehlt es denen ein bisschen an Konditionen. Gut, dass sie jetzt reinkommen in den Ausdauerlauf. Und dann geht es rein in die nächste Trainingswoche. Boah, Tom Didi, die vorhin 1,1 Millionen haben. Der hat einen Marktwert von 480.000. Das werden wir uns nicht leisten können. Wir wollen wirklich viel für ihn. Ich biete mal 580.000. Die werden sofort Nein sagen, aber was sollen wir machen? Wir haben nicht das Geld. Alles klar. Sponsorenverhandlungen. Vertragsverlängerung Hauptsponsor. Das ist interessant. Und ich muss euch sagen, das werden wir ablehnen. Denn er will uns nur noch 1,3 Millionen statt 2 Millionen geben. Allerdings will er uns einen höheren Aufstiegsbonus geben. Kommen wir aber auch nicht auf 2 Millionen. Das werden wir ablehnen. Dennoch gehen wir jetzt hier natürlich hoch. 100%iger Bonus. Das würde bedeuten, wir würden auf 4 Millionen hochgehen. Das wäre okay für mich. Ansonsten sagen wir nein. Nein. Das können wir nachverhandeln. Wenn wir aufsteigen, dann kriegen wir mehr. Bin ich mir sehr sicher. Beim Hauptsponsor müssen wir echt vorsichtig sein, weil das sind große Summen und da habe ich keine Lust drauf. Cedar Yildiz bestellt im Restaurant seiner Meinung nach Poulet und bekommt einen Teller mit Escargots, Schnecken. Guido Rasch soll verpflichtet werden von Schweinfurt. Wenn der wirklich abgekauft wird, dann können wir vielleicht doch noch einen linken Außenverteidiger holen. Denn hat sein Trainingsziel erreicht. Er hat noch eine Schwäche im Antritt. Das ist natürlich wichtig. Als rechter Außenverteidiger. Er hat sich hier den Aufbauspielpunkt geholt. Dann werd mal deiner Schwäche Mann. Das finde ich gar nicht schlecht. Du wirst natürlich deine Hauptposition trainieren. Und dann geht's ab. So, Guido Rasch.
Da muss noch viel gezahlt werden. Das werde ich abgeben. Der 30-Jährige. Oha. Die wollen gar nicht so viel zahlen. 78.000. Also 76.000 will ich schon haben eigentlich. Letztes Angebot. Da müssen wir auch nicht unsere Spieler verscherbeln. Das ist nicht notwendig. Nino Weinmann ist leider erkrankt. Gute Besserung, mein Lieber. Mögest du schnell wieder genesen werden. Und wir haben noch 4 Tage bis zum Deadline Day. Laufender Verhandlungen. Interesse erloschen. Ja, gar kein Problem. Wir werden unsere Spiele auch nicht verramschen. Auf jeden Fall nicht jemanden, der halbwegs noch eine wichtige Position bei uns hat. Ja, der Torhüter, Kunt, der macht echt gute Fortschritte, obwohl er uns nicht mag. Das heißt, er wird noch teurer. Sehr gut. Im allerschlimmsten Fall wird er unser zweiter Mann. Wenn er sich so gut zeigt, dann werde ich auch über die persönlichen Differenzen hinwegsehen können. Diese individuellen Fähigkeiten zu trainieren, halte ich für eine großartige Sache. Ihr seht, wie stark sich die zum Teil weiterentwickeln, vor allem natürlich die jungen Spieler. Auch Neufeld zum Glück. Ja. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Diese Woche finden keine Spiele statt. Was aber stattfindet, ist das Ende der Transferphase. Wir haben noch ein bisschen Geld. Wir können noch ein bisschen was gestalten. Ja, Erbes kann nicht nochmal gefördert werden, denn wurde schon so oft gefördert. Wen hätten wir denn noch? Matzke, oder? Da unten, du könntest nochmal gefördert werden. Okay, cool. Also, die Zufriedenheit der Spieler hat sich gesteigert, dadurch, dass wir natürlich auch ein paar Unzufriedene losgeworden sind. Kondition ist gut nach oben gegangen, Frische gut nach unten, aber das ist vollkommen in Ordnung, denn wir haben das nächste Spiel erst in 12 Tagen. Wir werden auch noch einmal auf Kondition gehen und dann sollten wir richtig gut vorbereitet sein für die nächsten Spiele. Oberhausen, eine Mannschaft, die wir eigentlich bezwingen sollten, oder? Guter Innenverteidiger, guter rechter Mittelfeldspieler. Paffierer. Ja, das sollten wir hinbekommen. Das sollten wir hinbekommen. Also, wir haben noch eine Chance, unseren Kader zu vergrößern. Torwart. Ja. Ist eine Sache. Ist ein Thema. Wir haben hier zwei, die wir beobachten. Können wir noch schieben bis zur nächsten Saison eigentlich? Linker Außenverteidiger wäre gut. Noch ein Stürmer. Ja, wäre gut. Aber wir haben auch noch Nick Jünger im Notfall als Notfallkandidat. Also es ist nirgendwo, dass es so richtig brennt. Also es brennt nirgends. Trotzdem schauen wir jetzt mal, ob wir doch noch irgendwie jemand reinbekommen. Ich würde sagen, wir gucken nach dem linken Außenverteidiger, weil die günstiger sind. Hier hätten wir Tim Reimann von Preußen Dortmund. Linker Außenverteidiger, 620.000. Wird ja bei Preußen Dortmund auch nicht so eine große Rolle spielen. Wir gucken mal, ob wir ihn holen können. Oder erst ablösefrei für die nächste Saison. Wir haben jetzt noch nicht den größten Bedarf für einen linken Außenverteidiger. Aber in 6 Monaten. Wow. Wir machen das für die nächste Saison. Er möchte nicht mit uns sprechen. Wollen wir einen Aktionspunkt anbieten? Anwenden. Jetzt würde ich ganz gerne
E-Mail nochmal anschauen. Können wir nicht. Wollen wir einen Aktionspunkt aufwenden? Wir haben hier einen linken Außenverteidiger, wo wir sowieso früher oder später Ersatz bräuchten. Der hat eine 5,8, ein toller Wert. Wir kriegen ihn im besten Fall ablösefrei. Er ist 19 Jahre jung. Ein Deutscher, mit dem man sich auch unterhalten kann. Den werden wir so lange noch behalten können. Wisst ihr was? Ich gebe den Aktionspunkt aus. Dann muss das aber klappen, die Verhandlung. Ich gebe den aus. Und der wird uns auch Geld kosten. Deswegen werden wir das Transferbudget jetzt nicht ändern. Jetzt natürlich die Frage, wollen wir Geld anlegen? Ja, ist immer eine Frage der Philosophie. Ich persönlich bin jetzt nicht der größte Freund davon, Geld großartig anzulegen, weil wir dann keinen Zugriff mehr haben auf das Geld. In 6 Monaten ist die Saison vorbei. Glaube ich zumindest. Februar, März, April, Mai. Ja, das ist vorbei. Dann brauchen wir wieder Geld. So eine Staatsanleihe für 3 Monate kann man mal machen. 44.000 ist lächerlich. Braucht man eigentlich auch nicht, aber komm, machen wir. Geld anlegen. Dann sieht es zumindest so aus, als hätten wir uns Mühe gegeben. Das andere Geld brauchen wir höchstwahrscheinlich. Deswegen machen wir das auch nicht. Ticketverkauf. Also gegen Mönchengladbach können wir durchaus mal 25% Aufschlag nehmen, gegen Köln Süd vielleicht auch nochmal 10%. Der Rest nicht. Der Rest bleibt ohne Top-Zuschlag. Okay. Transferrückstellung können wir machen, aber erst, wenn wir wissen, wie viel wir zurückstellen können. Gehen in die nächste Woche. Kein Freundschaftsspiel. Ich gehe jetzt voll auf Training in der Pause. Wir gehen da voll ins Training rein. Besuch nochmal einen Fanclub. Okay, wir werden jetzt nochmal ein bisschen trainieren. In 12 Tagen haben wir das nächste Spiel. Das heißt, wir können jetzt noch einmal in die Kondition gehen. Das machen wir auch noch einmal. Pressing. Gegenpressing. Das machen wir jetzt noch einmal. Das ist wichtig. Ja. Und was wir dann auch nochmal machen, sind die individuellen Fähigkeiten. Ich finde, die sind sehr, sehr stark. Die helfen uns sehr, sehr gut. Und eine Über-Unterzahl machen wir auch nochmal. Und die Angriffe über Außen. Weil dann haben wir hier die Möglichkeit, mal alles grün zu sehen, was wir auch wirklich nutzen. Und hier drüben müssen wir dann noch Konter, flache Hereingaben und Freistöße üben. Das machen wir dann anstatt der Ausdauersachen. Und hier können wir auch echt nochmal alles geben. Ganz ehrlich. Einmal die Kondition wirklich hochpowern. Sehr schön, Tim Reimann. Wir haben einen Aktionspunkt ausgegeben für dich. Das war sehr teuer, mein Freund. Das war sehr teuer. Ich hoffe sehr, dass wir uns einigen können. Du wirst Stammspieler. Brauchen wir einen neuen Kapitän übrigens. Denn Albert Gunkel wird damit abgelöst. Ich verspreche dir das schon mal. Dadurch steigt sein Interesse leicht. Vertragsdauer bis 29 ist für uns beide gut. Er will keine Ausstiegsklausel. Siegprämie 1000, Einsatzprämie 750. Da können wir nicht runtergehen. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Geld von ihm. Ich glaube, da können wir übers Handgeld am
effizientesten verhandeln. Bisschen können wir mir entgegenkommen, aber nicht viel. 58.000. Oh, das könnte schwierig werden, weil der hat nicht viel Interesse. Wir handeln mal ein ganz kleines bisschen. Ich will meinen Aktionspunkt nicht unnötig ausgegeben haben, aber der wäre halt wirklich toll. Das wäre ein toller Spieler. Ganz, ganz toller Spieler. 58.000 brauchen wir jetzt eigentlich noch zum Spielen, um ihm entgegenzukommen. Aber 15 Interesse ist wirklich sehr schlecht. Bitte lass es mich nicht verkackt haben. Es geht. Grundgehalt 105.000 ist ja eigentlich fair. Wir kommen ihm mal ein bisschen entgegen. Wir kommen ihm nochmal entgegen. Bitte nicht. Oh Gott. Jetzt die Frage, können wir 640.000 unterschreiben? Es würde genau 2.000 über unserem Budget liegen. Können wir das? Ich versuche es. Der Vorstand würde dem nicht zustimmen. Lass uns hier sagen, du bekommst mehr Gehalt. 120.000, was du wolltest. Das heißt 15.000 jedes Jahr mehr, aber jetzt einmalig 20.000 weniger. Ist doch eigentlich ein faires Angebot, oder? Wir können dir nicht mehr geben, mein Freund. Oh Gott. Und damit ist das gescheitert. Wir haben den Aktionspunkt umsonst ausgegeben. Das tut so weh. Das tut so weh. Aber hätten wir ihn verpflichten können, dann wäre das echt toll gewesen. Es haben 2.000 gefehlt. 2.000. Wie ärgerlich ist das denn? 2.000. Oh Mann, das tut so weh. Die von ihnen gewünschte Anlage wurde durchgeführt. Das hat wehgetan. Der Aktionspunkt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, man muss manchmal Risiken eingehen. Ich bereue es nicht. Ich bereue es nicht, dass wir es gemacht haben. Das war schon okay. Aber es ist trotzdem ärgerlich. Weil wir um ein Haaresbreit hätten wir fast einen tollen, tollen linken Außenverteidiger bekommen. Okay, da wir keinen bekommen haben, holen wir uns jetzt natürlich auch nicht Guido Rasch. Martin Zacharias, ein Torwart, der Stärke 5,8, 28 Jahre. Nee, bringt uns nichts. Bringt uns nichts. Der ist so gut wie Erich Duwe. Bisschen jünger. Aber unterm Strich bringt er uns nichts. Innenverteidiger, 5,8er Stärke. 130.000, hohes Grundgehalt, 21 Jahre, ist zwar gut, aber wir haben da schon gut auf die Jugend gesetzt. Defensives Mittelfeld brauchen wir nicht unbedingt. Guido Rasch, wie gesagt, behalten wir, weil wir keinen gefunden haben. Es sei denn, wir finden jetzt hier einen. Nehmen wir den natürlich an. Rechter Außenstürmer. Den könnte man natürlich umerziehen, aber auch schon 27. Wir haben jetzt vorne schon ein paar ältere. Das ist natürlich noch nicht alt, aber die Entwicklung ist natürlich abgelaufen. 28 Jahre, nein. Wir gucken mal, was wir gerade noch so finden. Niki Jünger. Und der vierte Stürmer. Doch, den verkaufen wir. Dann haben wir natürlich keinen Ersatz mehr, wenn wir wirklich beide Stürmer auswechseln wollen, aber dann spielen wir mit einer einzelnen Spitze.
dann geht's nicht anders. Oder so ein Omri Zohar geht dann nach vorne oder so. 140.000. 145.000 wollen wir schon haben. Komm, 140. 135, alles klar. Alles klar, 135.000. Ich glaube, das ist ein faires Angebot. Nino Weinmann. Der wird immer schlechter. Jetzt kriegen wir noch was für ihn. Wir haben gerade, glaube ich, keinen fürs offensive Mittelfeld, oder? Ich glaube, wir haben gerade keinen fürs offensive Mittelfeld als Ersatz. Aber sonst muss halt Matzke oder so reinkommen. Wir verkaufen den auch. Weil für den kriegen wir nicht mehr so viel. Bald. Weil der schlechter wird. 74.000. 70.000. Einmal fahnde ich noch. Hat nicht geklappt. Nicht so schlimm. Denn Wallace wird auch nachgefragt. 380.000. Aber ist 560.000 wert. 20 Jahre jung, Talent. Verkaufen wir nicht. Den verkaufen wir nicht. Irbis Leitner, 340.000. Verkaufen wir auch nicht. Zum nächsten Angebot, alles klar. Super. Tor des Monats schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Denn nicht jede Mannschaft war so untüchtig wie wir. Wir haben uns ja komplett auf das Training konzentriert. Manche haben auch Spiele gespielt. Zum Beispiel Preußen Dortmund gegen Bochum. Und dort ist Salazar mit einem schicken Schuss in den oberen Winkel. Rookie des Monats, niemand von uns. Höchstwahrscheinlich auch aus dem Grund, weil wir halt nicht gespielt haben. Interessiert uns nicht, wer das geworden ist. Denn verpflichten können wir gerade auch keinen. Warum können wir keinen verpflichten? Transferphase ist vorbei. Und aus diesem Grund werden wir jetzt gleich auch Geld zurückstellen für die nächste Transferphase. Für die nächste Saison dann. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Dann haben wir noch mehr Geld für Verpflichtung nächste Saison. Vielleicht können wir dann sogar mal so einen richtigen Superstar holen. Jedenfalls in unserer Kategorie Superstar. Vielleicht so einen richtig Jungspund. So einen Jungspund für den Sturm eventuell. Muss man mal schauen. Hier geht schon los. Der 34-jährige 5,8er baut schon ab. Der baut schon ab. Und der 6,5er wird auch abgewertet auf ein 5,5er wahrscheinlich. Aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Die waren ja auch nicht gescoutet. Kund, der Torhüter, der uns nicht mag, ist eine Stufe aufgestiegen. Gefällt mir. Wir fördern diesmal wieder Irbis Leitner, haben eine tolle Kondition, eine geringe Frische. Aber da können wir uns jetzt gleich nochmal ein bisschen beim Training, können wir uns ein bisschen drauf konzentrieren. Wir haben noch ein Transferbudget von 476.000, Kontostand von 2 Millionen. Das ist toll. Und da werden wir jetzt mal ganz kurz zu den Finanzen gehen und auch sagen, komm, wir wollen 460.000 zurückstellen. Rückstellung durchführen. Ja, möchte ich. So ist es gut. So, wie sieht's gerade aus? Vereinsvermögen 2 Millionen, Anlagen 44.000, Anleihen 255.000, 1,8 Millionen Vereinsvermögen. Vereinsbudget
noch verfügbar. Nicht so richtig viel. Hier haben wir uns ein bisschen überschätzt, aber das ist halt okay. So ist es halt manchmal. Und die Spieler, ja, so mäßig zufrieden. Ansonsten läuft, glaube ich, alles ganz gut. Schwäche auf der rechten Seite wird ausgemerzt. Denn wir können tatsächlich mal... Wir können tatsächlich mal in die Aufstellung gleich gehen, unserer Mannschaft. Das wird, glaube ich, auch nochmal eine schöne Sache werden. Genau, hier ist die Aufstellung. Wir gucken mal, denn wir werden mit zwei Stürmern spielen, künftig. Das ist einerseits Blasco, das ist andererseits Ferreira. Guck mal kurz, wie es mit euren Füßen aussieht. Rechtsfuß. Linksfuß. Läufst hier. Wenn du reinziehst, kannst du mit rechts schießen. Wenn du reinziehst, mit links. Oder ist es besser, Linksfuß zu sein, weil du geradeaus läufst und dann mit links schießt? Ja, ist halt immer so ein bisschen die Philosophiefrage, glaube ich. Wenn du angespielt wirst, glaube ich, links besser. Aber es ist, glaube ich, immer eine Philosophiefrage. Okay, ihr beide steht hier vor dem Tor. So, ein bisschen gestaffelt. Justus Bade ist unser offensiver Mann. Denn Wallace ist unser Außenverteidiger. Kunt rückt auf Neufeld. Er ist einfach der bessere Mann gerade, ist in Topform. Links außen für Albert Gunkel könnte Guido Rasch eingewechselt werden in Verteidigung. Sertic, Cody Blau, wobei wir hier gerne Himmel die Chance geben, wenn er nicht verletzt wäre, beziehungsweise er ist gerade krank. Aber Johannes Ulrich bekommt definitiv einen Platz in der... auf der Bank. So, Rasch ist wichtig. Helix Stanko ist wichtig. Für den Wallace. Linksmitte Lennart Matzke, Rechtsmitte Finn Knuth. Mit Tristau und Omri Zoha. Und offensives Mittelfeld bekommen wir auch noch einen guten Mann. Das ist soweit ganz gut. Dann hätten wir für die defensive Mitte hätten wir Horos. Und für die offensive Mitte Nino Weinmann. Allerdings haben wir noch Nicolas Dirks und wir brauchen auch tatsächlich einen Stürmer, der auswechseln kann. Und da würde ich sagen, wird Horos weichen müssen, weil notfalls auch ein Sertic oder ein Cody Blau auf Leitner ausweichen könnte. Das geht schon, das kriegen wir schon hin. Nino Weinmann könnte auch zur Mitte gehen und auch hierfür reinkommen. So sind wir da ein bisschen besser ausgestattet. Ross also nicht mehr auf der Auswechselbank, Stefan Himmel nicht dabei, ansonsten sieht das ganz gut aus. Schöne Aufstellung und wir haben jetzt einen Wert von 54 erreicht. Vorher waren wir immer so bei 46 ungefähr. Also wir haben hier fast 20%, einen 20% besseren Wert und haben jetzt auch einen Wert, mit dem man tatsächlich auch gegen einen Mönchengladbach vielleicht gewinnen könnte. Wir haben keinen mehr auf dem Platz, der eine 3, vorne hat, sondern alle eine 4, sogar einmal eine 6, wobei er wird abgewertet, aber wir haben hier 1, 2, 3, 4 mal die 5, 6 mal die 5. Sertic und Dan Wallace auch nah dran. Albert Gunkel nah dran. Ich glaube, das ist gut, was wir gemacht haben. Ich glaube, das ist wirklich gut. Wollen wir uns nochmal belohnen mit dem Spiel gegen Oberhausen und die neuen Spieler uns auch mal anschauen? Ich glaube, das machen wir noch. Bandenwerbung verlängern können wir uns gerne mal anschauen. Athletiktrainer können wir uns nicht leisten. So, es geht los gegen Oberhausen. Wir gehen gerne ins doppelte
Tapering, hier schon gegen Lippstadt, hier laufen wir aus, hier gehen wir in die aktive Erholung rein. Frisch ist ja ein bisschen schwierig. Dann üben wir flache Hereingaben, Torabschlüsse, gehen noch ein bisschen in individuelle Fähigkeiten, üben Freistöße und Konter. Konter mit weiten Bällen und Konter mit Passspiel. Dann geht's in die Woche rein. Wieder ein Sponsor, der uns mehr zahlen möchte. Ich glaube, das ist okay. Ich hätte hier gern wieder 100%. Nein, macht er nicht, ist nicht so schlimm. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir aufsteigen und dann kriegen wir eh bessere Konditionen. Für den Fall, dass wir aufsteigen, ist es auch der Fall. Wenn wir nicht aufsteigen, dann habe ich eventuell gute Deals abgelehnt. Das ist natürlich hier wirklich auf Kante genäht. Das muss man ganz klar und ehrlich sagen. Ein Tag bis zum nächsten Pflichtspiel gegen Oberhausen. Und jetzt muss es natürlich sitzen. Jetzt haben wir richtig viel Geld ausgegeben. Wir haben so viel Gehirnschmelz und so viel Angstschweiß in die ganzen Verhandlungen reingesteckt, einen Aktionspunkt rausgeblasen, dass wir jetzt irgendwann mal definitiv in der Lage sein sollten, einen ganz klaren Sieg zu holen. Um zu zeigen, dass sich das auch gelohnt hat, was wir gemacht haben. Doch Oberhausen hat auch gute Spieler. 5,6er Innenverteidiger, 5,6er rechten Mittelfeldspieler. Darf auch nicht unterschätzt werden. Aber wir haben stark, stark zugelegt. Wir gehen rein ins hartnäckige Pressing. Offensiv. Ich will keine gelben Karten sehen. Wir gehen auf Konter. Wir machen nur flache Hereingaben. Und wir werden vor allem durch die Mitte gehen. Ein bisschen hier rechts noch. Kleines bisschen hier rechts. Mitte rechts. Und dann geht es rein in ein Spiel, was wir ganz normal angehen. Wir nehmen die Zweikämpfe an. Sind jetzt, was die Frische angeht, nicht hundertprozentig fit. Deswegen gehen wir normal rein. Es gibt keine besondere Ansprache. Es gibt kein Versprechen. Ich möchte, dass wir Oberhausen mit unseren Fähigkeiten jetzt in die Tasche stecken. Und zwar mit dem normalen Einsatz. Das ist zumindest mein Wunsch. Mal schauen, ob es klappt. Ballbesitz in den ersten Minuten eher bei Oberhausen. Siebte Minute. Ballbesitz immer noch auf der Seite von Oberhausen. Die wollen natürlich auch aus der Pause rausgehen mit einem Sieg. 15 Minuten gespielt. Es ist noch nicht so richtig viel passiert, außer dass Sertic sich hier eine gelbe Karte holt, was nicht gut ist. Er ist für die Freistöße verantwortlich, für die Ecken. Das ist nicht gut, dass er sich eine gelbe Karte holt. Keine Torchance bis hierhin rausgespielt. 30. Minute. Wir nehmen weiterhin die Zweikämpfe an. Wir wollen nicht zu viel rein investieren. Aber wir wollen natürlich eigentlich auch aus der Winterpause rauskommen mit einem Sieg. Dass sich's auch gelohnt hat. Omri Zoha bildet ein Rudel. Alles nicht gut, was hier passiert. Alles nicht gut. Überhaupt nicht gut. Okay. Unsere Frische bei 74. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen mehr anstrengen. Wir müssen vor allem in Halbzeitansprachen gehen. Blasco, wir haben dich nicht geholt, um so zu spielen, wie du gespielt hast. Das kannst du besser. Ja, das sagen wir auch Ferreira. Das sagen wir auch Ferreira. Sagen wir beiden Stürmern. Das kannst du besser. Und sie akzeptieren die Kritik. Und wir gehen genauso wieder raus.
Es wurde noch gar keine Chance erspäht, jetzt aber Oberhausen. Mohamed Holm. Auf Tore Enders. Erich Duwe steht hinten drin und hält den Ball. Okay. 47% Ballbesitz. Wir müssen hier wirklich nochmal ein bisschen höher reingehen in den Einsatz. Wollte ich eigentlich nicht. Aber es steht gerade nicht so gut für uns. Oberhausen mit der zweiten Chance. Mohamed Holm. Auf Happel. Duwe wäre da gewesen, aber das geht hier so gar nicht. Zweite Chance für Oberhausen. Wir lassen uns drauf ein, ein bisschen mehr reinzugehen in den Einsatz. Doch die dritte Chance, Oberhausen. Kein guter Start nach den Verpflichtungen. Joshua Happel und Duwe hinten, ganz sicher. Dafür haben wir ihn einst geholt. Gut gemacht, Duwe. 63. Spielminute. Immer noch 0:0. Die Offensive wird gestärkt von Oberhausen. Auch wir wechseln jetzt in der 70. Minute. Okay, es hat hier nicht so funktioniert, wie wir das wollten. Ganz und gar nicht. Wir bringen Dirks für Ferreira. Albert Gunkel geht in das linke Mittelfeld und Rasch kommt für Zoha. Sertic wird ausgewechselt mit Ulrich Johannes, damit wir die gelben Karten weg haben. Wir haben keinen Künstler. Demnach kommt Knut mit rein. Auch ein frischer Mann, natürlich deutlich schlechter, klar. Aber wir werden jetzt auch hier in vollen Einsatz reingehen. Das kann nämlich nicht so weitergehen. Und dann haben wir noch einen Wechsel. Den würde ich mir gern aufsparen. Knut, der einzige Künstler. Ich hoffe, der bringt jetzt auch mal ein bisschen Kunst mit rein. Auf geht's. Schmerzeschwäche, die den Körper verlässt. Gebt nochmal alles. Holt euch hier einen Sieg. Mönchengladbach spielt unentschieden gegen Primera Köln. Angriff Düren, der erste Angriff. Nicolas Dirks, Leitner. Da brauchen wir keine neuen Männer. Es reicht, wenn wir unsere alten Großartigkeiten auf dem Platz haben. Dirks und Leitner. Irbis Leitner zieht sein Trikot über sein Gesicht und hat dort eine Nachricht für seinen Schatz stehen. Als defensiver Mittelfeldspieler kann man auch durchaus damit rechnen, dass man ein Tor schießt. Cody Blau spielt ab auf Gunkel. Und das gibt eine Ecke. Jona Fuchs ist dazwischen gegangen. Ecke ausgeführt von Gunkel. Sertic ist ja nicht da. Spielt rein Dirks. Gut gemacht, der zeigt sich hier gut, Nicolas Dirks. Sehr schön. 90. Minute. Reguläre Spielzeit vorbei. Und wir holen uns den Sieg nach der Pause, aber nicht so, wie wir eigentlich gehofft haben. Die neuen Stürmer haben nicht das gezeigt, was sie zeigen sollten. Auch nicht der neue rechte Mittelfeldspieler. Das war nicht der Auftakt, den ich mir erwünscht hätte. Aber wir haben noch einige Spiele, wo sich die neuen Leute zeigen können. Gladbach hat nicht unentschieden gespielt, hat doch noch in letzter Konsequenz 2 Tore gemacht und liegt mit 54 Punkten auf Platz 1. Tordifferenz 15
über uns. Wahnsinn. 3 Punkte für Düren und es bleibt bei unseren knappen Siegen. Eieieiei. Wahnsinn. Wir finden es toll, wie viele junge Spieler Tiglius heute eingesetzt hat. Das Team hat viel Potenzial und ist ein Versprechen auf die Zukunft. Mit dem Ergebnis kann man außerdem sehr zufrieden sein. Finde ich auch. Ja, Spieler des Tages haben wir niemanden. Das ist auch klar. Die haben sich alle nicht gut gezeigt. Aber sie entwickeln sich gut. Gerade Leitner plus 7, Cody Blau plus 6, Den Wallace plus 4. Da ziehen wir wirklich eine tolle Jugend ran. Jedo Rasch auch auf einem guten Weg. Finn Knut, Lennart Matzke. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Weiter geht es hier auch. Gut dabei, ein bisschen dazu zu gewinnen. Kondition geht runter, Frische geht hoch. Sehr gut. Und das nächste Pflichtspiel haben wir gegen Lippstadt. Wenn ihr dabei seid, dann würde es mich riesig freuen. Dann seid doch gerne morgen wieder mit am Start. Ich wünsche euch jetzt eine richtig gute Nacht. Schlaft schön. Und bis zum nächsten Mal.